Galanti hatte nicht zu viel versprochen und dafür gesorgt, dass ich früher rauskam. 3,5 Jahre früher, um genau zu sein. Joe hatte mich regelmäßig besucht und mir erzählt, was sich draußen so alles abspielte. Aber als ich dann durch das Gefängnistor ging, kam ich mir vor wie in einer anderen Welt. Yeses! Herzlich willkommen! Ja, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen. Neue Grafik freigeschaltet. Besuche Joe. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mafia 2. Ich habe da wieder mal einen Cut gemacht. Das passte sehr gut. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mal in der letzten Folge noch was in die Kommentare rein. Und wir sind draußen. Die goldenen 50er. Neue Autos. So, wie weit ist es denn bis Joe? Ach, der ist ja über die Ecke. Ist Joe umgezogen? Oh ne, der sitzt in der Bar. Goldenen 50er. Ah ne, die gleiche Bude noch, nur von hinten. Echt jetzt, er hat in den 3 Jahren, also in den 7 Jahren, in denen wir weggesperrt waren, wohnt er immer noch in der gleichen Bude. Oh Gott, Jesus. Zisch ab! Hey. Beherrsch dich mal, Fräulein. Vito! Hey, bist du ausgebrochen? Schön, dich in normalen Klamotten zu sehen. Endlich wieder auf der richtigen Seite des Gitters, hä? Willkommen zu Hause. Komm rein, komm rein. Mann, es hat sich viel verändert, während ich weg war. Das kannst du laut sagen. Hey, es ist zwar nichts Besonderes, aber ich habe dir ein nettes kleines Apartment besorgt. Danke. Ich habe eine Überraschung für dich. Heute Abend feiern wir. Ich stell dir einen neuen Freund von mir vor. Ich liebe Überraschungen. Du brauchst ein bisschen Bares, eine kleine Starthilfe. Hier, fürs Erste. Ich habe auch eine Knarre für dich, wenn du eine willst. Ach, hier. Joe ist verlassen. Kann man immer brauchen. Was hast du jetzt vor, wo du wieder ein freier Mann bist? Ist doch klar. Ich will wieder mit dir zusammenarbeiten. Freut mich. Ich hatte schon Angst, dass sie dich da drin bekehrt haben. Nein. Ich habe im Knast eine Menge Kontakte geknüpft und viel gelernt. Inzwischen weiß ich, wie der Hase läuft. Sehr gut. Ich habe nämlich nicht auf der faulen Haut gelegen, während du gesessen hast. Keine Angst. Ich zeig dir, wo was läuft. Wie immer. Worauf warten wir? Ziehen wir los. Du lieber Himmel, seit wann hast du denn Hummeln im Arsch? Ach, scheiß drauf. Komm, gucken wir uns deine Bude an. Yay. Wir nehmen meinen Wagen und fahren zu deinem neuen Vermieter. Setz du dich ans Steuer, damit du wieder ein bisschen Übung kriegst. Hoffentlich hast du im Knast das Fahren nicht verlernt. Hey, keine Panik. Das ist wie mit dem Fahrradfahren. Klar, nur dass es kein Vermögen kostet, wenn du ein Fahrrad schrottest. Schon gut, ich hab verstanden. Deinem Baby passiert nichts. Das will ich auch schwer hoffen. Ach übrigens, die Autos haben sich ziemlich verändert, seitdem du in Bau gewandert bist. Deine neue Bude ist einfach die Straße runter. Sie wird dir gefallen. Ich will aber mit dem Auto fahren. Was fährt er denn jetzt? Okay, schick, schick, schick. Ein Cadillac. Ist ein Cadillac? Smith Custom 200. Schön, dass du wieder da bist. Bist du schlecht gelaufen, als du im Knast warst. Aber jetzt, wo wir wieder zusammen sind, kann uns nichts mehr aufhalten. Henry mal gesehen? Nein, schon ein paar Jahre nicht. Er hat sich ziemlich beschissen gefühlt wegen der Geschichte. Was hast du denn so getrieben? Wir konnten ja nicht offen reden, wenn du mich besucht hast. Tja, nach der Scheiße, die Clementi und dieses Arschloch Luca mit uns abgezogen haben, bin ich zur Falcone-Familie und habe für sie gearbeitet. Echt? Ja, wart mal den Abend ab. Wie gesagt, ich habe eine Überraschung für dich. Brauchst nicht zu fragen, ich verrat's dir sowieso nicht. Oh Mann. Entspann dich. Ich habe das wochenlang geplant. Das ist es ja gerade. Nimm den Fuß vom Gas, du Arsch. Beherrsch dich, ich bin in Eile. Bist du farbenblind? Lieber rot. Ah. Das ist ja nur ein Vorschlag, das Rot. Das ist ja kein Muss. Oh, ich liebe die Musik. Okay, hier ist es. Park irgendwo. Sieh dir die Bude an, sie liegt im obersten Stock. Die erste Monatsmiete habe ich schon für dich bezahlt. Ach ja, der Eingang zu deiner Garage liegt in der Seitenstraße da. Danke, Joe. Echt nett von dir. Hey, übrigens der Schuppen, wo wir heute Abend hingehen. Erste Sahne. Dein neues Apartment ist in der obersten Etage. Oh Gott. Okay, da wären wir. Ich bin sicher, dass sie sich hier wohlfühlen werden. Ich wohne in einem ähnlichen. Aber die Fliese da könntest du mal austauschen oder die. Wie Sie sehen, hat es sogar Telefon. Und das ohne Aufpreis.
Und hier ist das Bad. Sauber und modern und so viel heißes Wasser, wie man will. Okay. Schick. Und hier ist das Schlafzimmer. Komplett mit Bett. Komplett mit Groß Bett. Genug für zwei. Auch für drei. Oh, okay. Und es quietscht nicht. In meinen Augen immer ein Plus. Das komische Matratzen. Sie werden viel Freude mit Ihrem neuen Apartment haben, Sir. Falls Sie Fragen haben, nur keine Hemmungen. Nur eine. Wann gehen Sie endlich? Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss noch zu einem anderen Interessenten. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Zieh dir einen Anzug an. Verpiss dich. Jetzt mache ich die Tür zu machen, Depp. So. Smoking, was haben wir? Irgendwas noch Neues? Ne, komm, wir ziehen mal den Smoking an. So richtig der Mafia-Style-mäßig, was Weißes haben wir nicht. Na komm, mal schön oldschool. In Schwarz. Geht Joe. Die Fliesen könnten ruhig mal aus. Es sind immer die gleichen Fliesen, seht ihr das? Es ist immer auf die gleiche Art. Da schon wieder. Hat das einer mit Absicht gemacht? Okay, da geht's gar nicht raus. Die Garage ist links hinter der Ecke. Hier? Und mein Willis Jeep ist immer noch kaputt. Was nehmen wir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den. Dumme Kuh, wenn du. Ah. Ich würde sagen, wenn du mir Dell ins Auto reingemacht hast, dann gibt's Ärger. Ich mag diese Holzkofferautos da. Die finde ich echt schick. Haben wir da noch so viel Musik? Nein! Uah, Glück gehabt. Arsch. Ich habe echt Angst, dass sie mir komplett alles wegsperren. Ach, super. Tür noch zumachen. Mittlerweile habe ich es mir auch gemerkt, dass er im dritten Stock wohnt. Oh. Mein Gott, ich dachte schon, du kommst nicht. Feines Stöffchen steht dir. Danke. Also, was läuft heute Abend? Warts ab. Ein Freund von mir kommt gleich. Mein Name ist Bond, James Bond. Ich habe ihn kennengelernt, während du deinen kleinen Urlaub genommen hast. Führ dich anständig auf. Er ist nämlich ein wichtiger Typ. Ach ja? Er muss gleich hier sein. Wer sagt's denn? Hey, Joe! Hey, Eddie, wie läuft's denn so? Na, bestens, kann mich nicht beklagen. Ist das dein Kumpel? Ja, das ist Vito. Vito, das ist ein Freund von mir, Eddie Scarpa. Freut mich, Eddie. Ganz meinerseits. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin am Verdursten. Ich finde die Synchronisation sehr gelungen, muss ich mir ehrlich sagen. Hey, Vito, fährst du? Ich habe ein bisschen was getrunken. Und, hast du ihm schon gesagt, was wir vorhaben? Nein, er weiß nur, dass es eine Überraschung ist. Sie wird ihm gefallen. Das bin ich mir nicht so sicher. Das hoffe ich doch schwer. Aber wer weiß, vielleicht haben sie ihn ja im Knast umgepolt. Hey, was quatscht ihr denn da? Keine Panik. Wart's ab. Na komm, Joe, lass die Katze aus dem Sack. Hey, der stirbt ja fast vor Neugier. Wir sagen es ihm. Potomac. Indien. Okay, fahr los, Vito. Vielleicht sagst du mir endlich wohin. Richtung Oyster Bay. Okay.
Was hat dir im Bau am meisten gefehlt? Freiheit. Ja, und was Frauen? Ja, Alk, Weiber, Baseball, einfach alles. Ja, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Fahren wir zu einem Baseball? Nein, wir gehen in den besten Puff der Stadt. Ich hätte lieber Baseball-Tickets. Warum ziehst du so ein Gesicht, Vito? Bist du dich nach all den Flautejahren nicht ein bisschen amüsiert? Keine Panik, Vito. Die Mädels dort verstehen ihr Handwerk. Wenn du nicht mehr weißt, wie es geht, bringen sie es dir wieder bei. Das wird ein Heidenspaß. Hab dein Auge auf mich, dass ich mich nicht volllaufen lasse. Ich muss heute noch was erledigen. Noch was außer Vögeln und Saufen? Du weißt, wie das ist. Nicht, dass wir unserer Schwester da begegnen. Na los, Vito, steig in die Eisen. Ich fahr doch schon 75. Bist du farbenblind? Die war rot. Zu spät gekommen. Ich habe echt das Befürchtnis, dass wir Francesca da begegnen. Weil die haben wir noch nicht gesehen. Die wurde noch nicht angesprochen. Und wenn man nach 7 Jahren aus dem Knast kommt, geht man eigentlich als erstes einmal die Family besuchen. Also, ich habe mit Leo Galati über dich geredet, Vito. Er meinte, dass du Mumm in den Knochen hast und er hat mir von der Scheiße erzählt, die Clementi mit euch abziehen wollte. Gleich ein Ladies-Event. Aber mal unter uns, Vito, warum hast du diese Karriere gewählt? Ich meine, wir haben alle unsere Gründe. Tja. Oh ja. Weil ich. Ich möchte ungern wie mein alter Herr enden und. Oh nein. Ja. Mir hilft keiner, also muss ich mir selbst helfen. Oh. Oh, okay. Ja. Leicht verstört. Okay, jetzt verzieh dich, Baby. Also, hör zu, Vito. Ich arbeite für Carlo Falcone und wir haben vor, unsere Firma zu vergrößern. Joe arbeitet schon eine Weile für uns und da du sein Freund bist, würden wir dir auch... Gott, sie sieht so creepy aus. Interessiert? Ja, klar bin ich interessiert. Okay, darauf trinken wir. Auf euch, Jungs. Na denn. Und auf eine glänzende gemeinsame Zukunft. Ich labern, ich will endlich poppen. Hoch die Tassen. Ich kann heute Abend nicht so viel trinken. Ich hab noch was Geschäftliches vor. Carlo hat was in der Birne. Er interessiert sich für Dings. Du weißt schon. Astrologie. Nein, du meinst Astronomie. Hau ab, du blöder Schwanzwärmer. Verdammt! Ich schalte dir ab, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Tut mir leid, Ladies. Ich muss jetzt leider gehen. Halt die verdammte Klappe. Wenn du schon dein Maul benutzen musst, dann... Besser, wir gehen jetzt. Vito! Ja, gehen wir. Hey, steh auf, Joe! Alter, ich bin völlig durch, die Jungs. Ich verschwinde. Gute Nacht, ihr Nutten! Wo zum Teufel ist mein Auto? Das muss jemand geklaut haben. Hey, ruf die scheiß Bullen. Bist du blind? Du stehst dir heute davor. Hä? Ach ja, gut. Wo sind meine Schlüssel? Vito fährt. Er hat am wenigsten gewöchert. Ja, das nächste Mal, Joe, organisierst du uns mehr Pussys und weniger Sprit. Können wir aufhören zu labern, endlich mal einsteigen? Garten Eden. Ist auf der Map angezeigt? Nee, leider nicht. Also man kann halt so wie bei The Witcher da mal
sehr gut. Ist besser, als wenn man sich in der Dusche nach der Seife bücken muss. Ich hab mich nie gebückt. Vito hat nur bücken lassen. Ne, Robert, stopp. Auch so verkehrt. Das stinkt hier so. Eddie, hast du gekotzt? Was? Ich kotze nicht mein eigenes Auto. Was zum Teufel stinkt hier so? Ja, ich riech's auch. Das muss Frankie Potts. Leiche im Kofferraum. Was? Der Arsch hat dir den Wagen gekotzt? Nein, er liegt im Kofferraum. Was? Hey, das ist alles deine Schuld, Joey. Ich hab doch gesagt, ich hab noch einen Job zu erledigen. Aber du musst mich abfüllen. Hey, seit wann heißt ein Job zu erledigen, dass eine Leiche im Kofferraum liegt? Scheiße. Hey, entspann dich, Victor, okay? Hey, Spencer, lass uns was einfallen. Das ist schon dabei. Wir müssen nur die Leiche vergraben. Ich habe schon guten Platz bei der alten Sternwarte gefunden. Fahre zur Lichtung in der Nähe des Observatoriums. Das geht doch. Das Loch ist schon ausgehoben. Wir müssen ihn nur reinschmeißen und zuschauen. Okay. Wo ist das Loch? Außerhalb der Stadt. Das geht doch alles wieder schief. Da ist das Loch. Rücken Zahn zu, ja? Warte, ich brauch frische Luft. Der Mann, du Stank hier hin. Wie geil. Ich mag das Spiel. Aber einfach mal eine Leiche im Kofferraum. ECLA. I'm Gary Stevens. Empire. Classic Radio Late Night. Classics for her. Ah, geil. Alter, schnell. Ich muss kotzen. Scheiße. Die Autos finde ich so geil, da mit diesen Holzverkleidungen, mit diesem Holzaufbau. Das ist ein richtiger Holzaufbau, Holzkarosserie. Ich wusste gar nicht, dass ich Kalamari gegessen habe. Verdrinkst keinen Schnaps, was? Das ist ein richtiges Holzgestell, also Karosseriegestell, kein Fahrgestell. Das ist sehr, sehr geil gemacht. Ich habe den mal so ein Ding mal live gesehen. Jetzt müssen wir eine Leiche verschwinden lassen. Wir müssen eine Leiche. Wie ist denn das? Also, okay. Überlegen, ob ich noch was mit zu essen hole. Fast gut gegangen. Naja, Polizei hat auch neue Autos. Ja, wir sind jetzt mitten in den 50ern. Da wurden die Autos ein bisschen größer. Oh, ernsthaft, jetzt ist es jetzt hier so übelst nach Essen riecht bei mir? Finde ich ja sehr, sehr gemein. Ich glaube, da hungert mich jetzt jemand aus. Ja, ich nehme nämlich noch aktuell in der alten Wohnung auf. Bin immer noch in der ersten Aufnahmesession. Wie gesagt, ich ziehe morgen um. Ich will jetzt noch ein paar Folgen vorproduzieren, weil ich nicht weiß, wie es mit Internet in der neuen Wohnung ist. So. Bin mal bald da. Muss mal Pipi. Gut, da wären wir. Prost. Vito, mach den Kofferraum auf. Ist das ein Witz? Na toll, ganz toll. Ach, jetzt hat er wieder den Anzug an. Ganz mal schnell umgezogen. Oh, Scheiße, die neuen Schuhe. So eine Sauerei.
Allmächtiger, das stinkt vielleicht. Wie lange liegt der Kerl da schon drin, Eddie? Ach, hol ihn allein raus, Vito. Ah, ist ja toll. Den Gestank ertrage ich nicht. Klasse, Begrüßungsparty ist das. So ein Scheiß. Hey, Jungs, hier ist das Loch. Genau hier. Schmeiß den rein. Ah, Jesus. Was für Chaos. Und Schuss. Das war's. Geschafft. Okay, schütten wir das Loch zu. Wie? Ich schaff das beim besten Willen nicht. Kannst du das übernehmen? Jedes Mal, wenn mir der Gestank von dem Typen in die Nase steigt, muss ich kotzen. Und Eddie ist auch keine große Hilfe. Okay, von mir aus. Hey, Jungs. Wie wär's mit ein bisschen Musik, hä? Ihr spinnt doch alles. Gute Nacht, mein Schatz, ist Zeit. Eigentlich hätten wir uns deine Willkommensparty anders vorgestellt. Aber so sind wir wenigstens in einer frischen Luft. Ja? Meinst du, das gefällt dir immer noch, wenn ich dir diese Schaufel überziehe? Gute Nacht, mein Schatz. Steig in Eddies Auto. Verarschen? Das ist mein absolutes Lieblingslied. Oh mein Gott, armer Dino. Das ist so geil. Also wenn das Spiel des Mafia 3 genauso gut wird, alter Schwede, ich werde es jetzt schon suchten. Na, ein Monat kommt's raus. Etwas am 7. Oktober, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind von der Folge her. Wir sind jetzt bei Folge 11. Könnte hinhauen, könnte fast genau ein Monat sein. Könnte jetzt am 7. September rum sein. Ja, genau. Nee, Kordischen. Heute ist der 8. oder 9. Egal. Aber in genau. In genau einem Monat kommt's raus. Ist natürlich dann doof. Ich hoffe natürlich. Mach mal ein bisschen leiser. Ich hoffe natürlich, dass ich bis dahin mit dem Let's Play fertig bin. Ansonsten habe ich beide Spiele nebeneinander laufen. Oh, das hätte so gut gepasst. Alles klar. Oh, jetzt fahren ja schöne große LKWs rum. Oh, jetzt sind sie eingeschlafen, die Süßen. Die Party ist ein bisschen unschön zu Ende gegangen, hä? Jedenfalls danke. Du hast was gut bei mir. Lass Eddies Wagen hier, damit er morgen früh nach Hause kommt. Du bist ein guter Mann, Vito. Ich begleiche die Rechnung morgen. Hey, kommst du noch auf einen Drink mit rein? Schnauze da unten! Habt ihr mal auf die Uhr geschaut? Ach, leck mich, du Schlampe! Na los! Du hast genug. Ab ins Bett mit dir, komm jetzt. Ich ruf dich morgen an. Gute Nacht. Egal. Die letzte Ehre.